Was ist mikroskopische Colitis? Mikroskopische Colitis ist eine Erkrankung, die den Darm und den Dickdarm befällt. Die Störung tritt auf, wenn sich auf der Dickdarmschleimhaut übermäßig viel Kollagen und weiße Blutkörperchen ansammeln, was zu Entzündungen und Bauchschmerzen führt. Das häufigste Symptom einer mikroskopischen Colitis ist chronischer Durchfall, der zusätzliche Symptome wie Dehydration, Magenkrämpfe, Blähungen und Übelkeit hervorruft. Mikroskopische Colitis ist normalerweise keine schwerwiegende Erkrankung und kann normalerweise mit Hausmitteln, rezeptfreien Durchfallmedikamenten oder Medikamenten behandelt werden, die von einem zugelassenen Arzt verschrieben werden. Obwohl die genaue Ursache der mikroskopischen Colitis unbekannt ist, haben medizinische Forscher Hinweise darauf gefunden, dass genetische Faktoren, Bakterien, Viren und Fehlfunktionen des Immunsystems zu der Störung beitragen können. Dickdarmprobleme treten im Allgemeinen häufiger bei älteren Erwachsenen auf, obwohl Menschen jeden Alters an mikroskopischer Colitis leiden können. Ärzte haben festgestellt, dass ältere Frauen, Menschen mit Schilddrüsenerkrankungen und Menschen, die an verschiedenen Erkrankungen des Immunsystems leiden, ein erhöhtes Risiko haben, an dieser Krankheit zu erkranken. Eine Person mit mikroskopischer Colitis erlebt normalerweise häufiger Episoden von wässrigem Durchfall, die normalerweise ungefähr einen Monat ohne Behandlung andauern. Chronischer Durchfall kann zu Austrocknung und Übelkeit führen, da lebenswichtige Flüssigkeiten aus dem Körper ausgestoßen werden. Menschen haben oft Symptome von Müdigkeit und können Gewicht verlieren, wenn sich die Dehydration verschlechtert. Gereiztes, entzündetes Darmgewebe kann bei manchen Personen auch erhebliche Bauchschmerzen, Blähungen und Krämpfe verursachen. Eine Person, die unter mikroskopischen Colitis-Symptomen leidet, sollte vor Beginn einer Behandlung einen Arzt konsultieren, damit eine ordnungsgemäße Diagnose gestellt werden kann. Viele Menschen sind in der Lage, ihre Symptome zu überwinden, indem sie ihre Ernährung ändern und rezeptfreie Medikamente einnehmen. Menschen können sich in der Regel von chronischem Durchfall erholen, indem sie den Verzehr von fetthaltigen Lebensmitteln, Milchprodukten und koffeinhaltigen Getränken reduzieren oder ganz unterbinden. Einzelpersonen können viel Wasser und Säfte trinken, um Dehydrierungssymptome zu lindern. Tabletten, Pillen und Flüssigkeiten gegen Durchfall, die in den meisten Apotheken und Supermärkten erhältlich sind, fördern die Produktion von gesunden, festen Stühlen und verringern die Häufigkeit von Durchfallereignissen. In den meisten Fällen sind die Patienten in der Lage, ihre Symptome zu überwinden und die Darmfunktion innerhalb von nur 2 oder 3 Wochen wiederherzustellen. Wenn die Symptome nach etwa einem Monat nicht abklingen und nicht verschreibungspflichtige Medikamente nicht zu helfen scheinen, kann ein Arzt entzündungshemmende und durchfallhemmende orale Medikamente verschreiben. Menschen, die mit verschreibungspflichtigen Medikamenten keine Linderung finden, müssen sich möglicherweise einer invasiven Dickdarmoperation unterziehen, um ihren Körper von übermäßigem Kollagenaufbau zu befreien.